Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabelsalat. Bifi hier, freut mich. Es ist schon verdammt lang her, es wird mal wieder Zeit für Experimente. Ich hänge ein bisschen mit dem Zeitplan hinterher, weil es auch leider viel zu spät kam, aber überhaupt kein Thema, denn wir testen heute die sogenannten Metroid Amiibos aus Samus Returns. Ups, so rum wäre es richtig. Ne, einmal der Samus oder die Samus aus Samus Returns, Metroid. In einer sehr guten Pose, wobei ich auch immer noch sagen muss, auch beim Unpacking, es ist mir, der Helm ist mir ein bisschen zu spitz, aber es ist halt die deren Interpretation von Samus, was ich trotzdem saugeil finde. Jetzt muss man nochmal sagen, im Varia-Suit, ne, im Varia-Anzug, der dann hitzebeständig ist, ne, ja, um mal ein bisschen fremd zu schämen. Und auf der anderen Seite haben wir den Squeezy Metroid, den man auch hier zusammenkneten kann. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall gemacht. Und diese Amiibos testen wir in diversen Spielen. Und zwar diesmal bleiben wir nur auf den 3DS. Ist mal wieder. Ich experimentiere mal auch komplett mit dem System, denn wir testen diese Amiibos in Super Mario, Super Smash Bros. For 3DS. Yes, das wird gut. Dann natürlich All-Time-Favorite Hyrule Warrior, diesmal in der Legends Edition. Wird bestimmt auch großartig. Und als kleines Highlight haben wir natürlich noch Monster Hunter Stories, wo wir gerade schon auch gesehen haben, dass das Amiibo-Feature recht cool ist. Ich bin sehr gespannt, was mir die beiden Amiibos dabei ausspucken. Aber da gucken wir mal und starten direkt mit Super Smash Bros. Bis gleich. Ja, Mensch, da sind wir schon im Spiel ohne großartiges Intro. Das war halt damals mit der 3DS-Ära so. Und wir starten das Spiel direkt. Das Schöne ist, der New 3DS hat halt den Modi mit den Amiibos, was großartig ist. Und ich nehme mal einen Kopfhörer raus, weil ich gerade merke, ein bisschen zu laut. Egal, wir testen die Amiibo. Wahrscheinlich muss ich die noch registrieren, aber ist nicht so schlimm. Als erstes testen wir Samus. Wo natürlich auch eine Samus dabei rauskommt. Macht ja auch Sinn. Ne? Natürlich jetzt noch die ganzen Spitznamengeschichte, aber das sparen wir uns komplett. Wir wissen, da ist ein kleiner Samus drin, den könnt ihr auf jeden Fall auch bei Smash Bros. Benutzen. Und als nächstes hätten wir dann noch den kleinen Metroid. Den wir einscannen und leider. Gut, es gibt keinen Metroid als spielbaren Charakter, deswegen kann man sich fast denken, dass hierbei kein kompatibler Amiibo dabei ist für Smash Bros. Ja, das war mal so wirklich kurz und knapp. Machen wir weiter mal mit dem nächsten Spiel, und zwar mit Hyrule Warrior. Joa, ne? Da wären wir mit Hyrule Warrior Legends in der Version 1.6, der aktuellsten Version, die es momentan gibt. Ne? Zumindest glaube ich, dass es so stand. Okay, hier steht leider noch nicht mal ein Datum drauf. Schade eigentlich, aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, wir testen auch hier, wie gesagt, die Amiibos und wir wissen, meistens kommt dabei nur zufallsgenerierter Käse raus. Probieren wir es einfach mal. Der Anfang macht natürlich wieder Samus. Was haut Samus uns raus? 5000 Rubine! Da sag ich nur, danke! Danke, Samus! Als nächstes den Metroid Amiibo. Ich bin froh, dass es auch diese Serie nur zwei Amiibos hat. Ich glaube, mehr würde auch keinen Sinn ergeben. Und da kriegen wir ein Bootsegel. Warum? Aber ist egal. Das sind so zufallsgenerierte Sachen, die kriegt man halt raus, wenn man bei Hyrule Warrior halt Amiibos draufpackt, die nicht mit dem Zelda-Universum zu tun hat. Ne? Und wenn ich jetzt auf OK drücke, wird wahrscheinlich der Amiibo mir sagen: Hey, nee, habe ich schon, will ich nicht. Das ist halt. Oh, jetzt taucht wieder das Amiibo-Symbol auf, aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Ja, genau. Und immer nur einmal. Und ich glaube, bis zu drei. Ich meine, bis zu drei Amiibos kann man einscannen. Aber wie gesagt, das war halt dazu. Ne, als nächstes wäre jetzt, natürlich zumindest bei der Wii U, würde jetzt Super Mario Maker kommen. Das Problem ist nur, dass Super Mario Maker für den 3DS hat kein Amiibo-Feature. Deswegen war ich schon ein bisschen im Grübeln und dachte so: Animal Crossing vielleicht, aber da werde ich ganz genau wissen, dass da nichts rauskommt. Deswegen machen wir wieder ein bisschen Randomize und steigen jetzt über zu Monster Hunter Stories. Bis gleich. Jo, so, da wären wir in Monster Hunter Stories und zwar in meinem Haus. Die Amiibo-Funktionalität, ich habe die euch ja im Livestream gezeigt, oder auch in den 2 Stunden mit, muss man ja mal sagen. Und die Amiibo-Feature, die findet man eigentlich bei dieser Karte. Das müsste der Connecticut sein, genau.
Da unten steht dann dementsprechend die Amiibo-Funktionalität, die wir direkt mal ausprobieren werden. Und wir scannen als erstes natürlich wieder unsere Samus ein. Und jetzt geht der ganze Kladderadatsch los. Registrieren. Ja, dann registrier mal. Ja, ich möchte registrieren. Ja, was kriegt der wohl als Spitznamen, die gute Samus Amiibo? Natürlich. Samus. So, Amiibo nochmal drauflegen. Zack. Amiibo. Hätte ich vielleicht bei Smash Bros. Schon machen müssen. Das Registrieren der Amiibos. Naja. Wahrscheinlich kriege ich irgendwann eine Aufzählung, wie viele Amiibos ich schon eingescannt habe und kann sie dann vergleichen mit den Amiibos, die mir noch fehlen. So, jetzt aber Samus drauf. Okay, einmal noch trennen. Und ich kriege einen Ersatz-Edelstein. Okay, zwei Stück. Keine Ahnung, ob die was vom Wert sind. Speichern will ich auf jeden Fall. Denn wir scannen jetzt den nächsten Amiibo ein. Also auch hier bei Monster Hunter kriegt man komplett zufallsgenerierte Sachen, außer man scannt die Monster Hunter Amiibos ein, die es hier in Deutschland nicht gibt. Warum? Weiß ich nicht. Sie gibt es nie, einfach nicht. Als nächstes der Metroid Amiibo. Wahrscheinlich muss ich hier das gleiche Prozedere machen. Ja, klar. Ich muss hier auch wieder registrieren. In der Zwischenzeit squeeze ich ein bisschen den Metroid. Das mag er übrigens. Also er macht zumindest komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob man es hört. Wahrscheinlich nicht. Eingeben, weil der Benutzer ist richtig. Und das ist natürlich... Ich bin sehr kreativ heute. Metroid. Schade, dass... Ich hätte gern Baby Metroid reingeschrieben, aber ich habe nur noch 3 Zeichen frei. Naja, muss es so gehen. Y drücken, weitergehen Programm. Draufstellen zum Registrieren. Amiibo. Yes. Runternehmen. Eigentlich sind die Amiibos nur da eigentlich für richtigen Content für Metroid Samus Returns. Ich glaube, die Samus Amiibo schaltet den Hardcore-Modus frei mit dem Fusion Suit und der hier irgendwelche Galerien. Die anderen natürlich hier, die hinter mir stehen, schalten natürlich beim Metroid Samus Returns natürlich auch noch weitere Galerien frei. Aber was schaltet der mir hier, der gute Metroid, in Monster Hunter Stories frei? Natürlich, wahrscheinlich wieder kurz komplett randommäßiges. Mal gucken, bin sehr gespannt, was kriege ich. Maxi-Trank, das ist gut. Nehme ich. Maxi-Trank, damit kann ich was anfangen. Ersatz-Edelstein, noch nicht so wirklich. Kommt vielleicht noch. So, ich möchte speichern, ist ja klar. Ja, und wie gesagt, das war es im Endeffekt. Mal ein anderes Spiel. Normalerweise hätte ich gerne Super Mario Maker genommen. Aber ich weiß, bei dem Amiibo kommt wahrscheinlich nichts raus, weil es für den Super Mario Maker keine Updates gibt. Irgendwann muss man auch die alten Geräte in Ruhe lassen und neue Geräte rausholen. Leider ist Fire Emblem Warriors noch nicht da, dann hätte ich es nämlich auf der Switch komplett gemacht. Die Spiele dafür hat man ja knapp fast alle. Na, es fehlt eigentlich nur noch ein Titel, der fehlt. Na, wir haben ja Zelda, wir haben demnächst bald Fire Emblem und dann müsste man sich noch ein drittes Amiibo-Spiel rauskramen, was dann irgendwie passen muss. Das ist dann doch noch ein bisschen knubbelig bis dahin. Aber, wie gesagt, das war's mit den Experimenten mit den beiden Amiibos aus Metroid Samus Return. Einmal Samus selber in der geilsten Pose und den Squeezy Metroid zum Zerdrücken. Ne? Ich drücke jetzt noch ein bisschen den Metroid und wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche, wenn ich es rechtzeitig schaffe, das Video rausholen. Und falls nicht, auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wir sehen uns dann demnächst und... Boah, die zu squeezen ist fast hier wie... macht schon Spaß. In dem Sinne wünsche ich euch, ja... eine gute Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein! Was sagst du dazu, Baby Metroid? Ich bin ganz deiner Meinung.